So, weiter geht's mit der Auslosung des DFB-Pokal in der zweiten Runde. Dabei 32 Vereine, darunter Bayern München, Borussia Dortmund, Magdeburg, Kiel, Groß- und Kleinkaliber werden in der Lostrommel bis zu 16 zu ziehende Begegnungen sein. Wir gucken mal, wen wir haben. Also ist es schön, so einen kleinen Gegner zu haben, nicht so Frankfurt oder Bayern oder so, oder keine Ahnung, Leverkusen oder irgendwie so einen zweiten oder so, ne? Das wäre schon, schon was Feines. Magdeburg, Sandhausen, Bielefeld, Heidenheim, gut. Freiburg, HSV, ah. Fürth gegen Gladbach, die Hertha aus Berlin gegen Rostock, oh, Dortmund gegen Bochum. Bochum ist okay, Bochum ist machbar. Bochum ist definitiv machbar. Bayern gegen Mainz könnte wackeln. Leverkusen, Schalke, Schalke, ja. Also hier sind sie ganz gut. Also relativ, ne? Könnte auch wackeln hier. Wenn Köln so spielt wie in Real Life, hat Leipzig Probleme. Weiß nicht. Fußball ist alles möglich, vor allem DFB-Pokal. Außerdem mal gerade das kleine Revier-Derby zwischen Dortmund und Bochum. Ja. Aber wir wissen ja alle, wer das gewinnen wird, ne? Wir wissen alle, wer das kleine Revier-Derby gewinnt. Barcelona. Aber ich glaube, positiv ist auch, dass wir quasi das letzte Spiel hoch gewonnen haben. So ist die Moral dann einfach auch ganz gut, dass du positiv an das Spiel gehst. Ja, genau. Guck, Ter Stegen, Bellerin, Koundé, Christian. Ja, gibt es auch Leute, die halt nicht so irgendwie 5 Sterne haben oder gibt sie halt nicht? So, ich frag nur für einen Freund. Also. Weiß nicht. Möglich. Also mit dem Remis hätten wir schon gewonnen, ne? Sag ich jetzt auch mal, wie es ist. Jude Bellingham, der hat in meinen Augen diese Saison noch gar nichts gebracht. Ja, das ist eine Mannschaft, ne? Allein auf der Bank, Gavi, Almeida. Das ist so krass. Komm mal weg da jetzt. Ich will jetzt spielen. Wir gehen rein. Barcelona mit dem Anschluss. Moukoko direkt mit seinem Fuß dazwischen. Wahnsinnstyp. Wahnsinnstyp. Ah, war Ter Stegen ein bisschen schneller. Aber okay. Na, kann man von Glück reden, dass Jordi Alba seinen linken Fuß gerade mit dem rechten verwechselt hat. Sonst wäre der reingegangen. Freistoß für Barcelona. Was ist da los? Ajax schießt ein Tor gegen Celtic. Wir hängen ein bisschen hinten drin, ne? Wobei Expected Goals sind wir vorne. Einwurf, Bellingham. Ja, Bellingham könnte Schlüsselspieler sein. Aber auch schön, dass er jetzt schon wieder den nächsten Fehler gemacht hat. Ich schulde ihn jetzt raus, ne? Nach 12 Minuten, kein Bock mehr auf den. Ach, den Dembélé, den haben wir ja auch geholt. Ja, das, also.
Es kann aber auch nicht sein, dass der da so durchgeht. Also sorry, da muss man den halt faul eine gelbe Karte riskieren. Das ist ja Quatsch. Guckt euch das an. Der geht einfach da durch. Juckt den nicht. Ja, so ein Mist, ey, ehrlich. Nein, das wollte ich nicht. So ein Mist. Ja gut, letzter Platz, aber das heißt ja noch gar nichts. Elfmeter. Ja, natürlich. Habe ich ja von hier aus gesehen. Wird ein 2-0 sein. Lewandowski macht den rein. Kobel war in der richtigen Ecke. Aber Lewandowski ist nicht ohne Grund in Barcelona. Aber auch ganz ehrlich, jeder hat irgendwie so eine Gruppe, wo der mindestens 3 bis 6 Punkte holt. Wenn man das hier auf dem Blatt Papier sieht, haben wir gar keine Mannschaft, wo wir 3 Punkte holen können. Let's go, wir sind zurück. Schiedsrichter pfeift. Oh nee, come on. Tor aberkannt. Moukoko steht aber auch oft im Abseits, ne? Hey, das wäre es jetzt nochmal gewesen. Aber man sieht, wir. Alter. Kann man den Dembélé mal stoppen? Der ist ja richtig on fire, ey. Warum ist er nicht verletzt? Was soll das? Ja, der wird gar wieder wahrscheinlich das spielen oder so. Aber mit der Ausrichtung, dass wir Lewandowski mal pressen, hat er bis jetzt außer das logischerweise das Elfmetertor gar nicht so gemacht, wirklich was gemacht. Ja, wir verlieren andauernd die Bälle, ne? Das ist wirklich. Jetzt foul ihn doch, Mann! Zieh am Trikot oder so, oder sag deine Schnürsenkelsen auf. Jordi Alba. Mann, 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 Mann. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen den Belay irgendwie aus dem Verkehr ziehen da. Weil über rechts kommt halt sein Tor, ne? Über rechts kommt halt alles. Ja, auf die Statistiken da rechts guckt bei der Aufstellung. Schlotterbeck 40. Aha, endlich kommt's mal. Sehr gut. Schlotterbeck 40. Gelb, Bellingham gelb. Adeyemi gelb. Nee, klar. Habt ihr irgendwie auch noch was anderes? Könnt ihr auch noch Tore schießen statt gelbe Karten oder? Weiß nicht. Das Ding ist, ich muss eiskalt jetzt gleich schon mindestens schon zweimal wechseln. Na, einmal. Jawohl, Jude Bellingham. Let's go. Oh Mann, ey.
Schönes Tor. Klasse. Aber noch liegt Barcelona 1 zu 2 vorne. Ne? Ihr habt nicht viel falsch gemacht. Haben sie ja auch nicht. Ich meine, klar, der Elfmeter, der war blöd, aber jetzt wollte ich Bellingham runternehmen, ne? Reyna ist jetzt auch nicht, aber Moukoko, der ist gar nicht on fire. Den holen wir jetzt raus. Ah, Modest haben wir gar nicht dabei. Komm mal, let's go. Du hast keine Spielpraxis, aber hey, was soll's, ey? Selbstbewusst spielt ein gutes Spiel. Ja. Also die gelb-rot gefährdet sind, die spielen ein super Spiel. Ja, das ist natürlich auch fantastisch, ne? Wir bringen Malen. Stoßstürmer, brauche ich gar nichts zu ändern dann, ne? Soll ich schon Reus jetzt bringen? Ich meine, der ist ja eigentlich, aber Reyna? Nein, 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 rückgängig. Marco Reus, Reyna. So. Weiter geht's. 2-1, let's go. Direkt anfeuern. Boah, was soll das denn? Auch mal bald wieder zurückholen. Auch mal eigenes Spiel spielen, was haltet ihr davon? Und nicht das Spiel der anderen? Das wäre doch mal was, Jungs. Oh, Kobel. Wahnsinn. Wahnsinn, Jordi Alba. Eieiei, Kobel. Kobel ist safe. Safe mit der Hand. Also alle wollen, dass ich ein Remis hole. Oder das ist jedenfalls die Erwartung. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als wenn wir die erfüllen könnten. Komm jetzt, Adeyemi. Adeyemi, nein. Nein. Reus, eieieiei. Da geht aber jetzt mehr durch Reus, habe ich das Gefühl. Aber die Ecken, die kommen auch so bodenlos schlecht. Jetzt schon überlegen, wenn ich raushol. War das ein Tor? Es ist ein Tor. Stark, 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 stark. 2-2. Adeyemi. Den wollte ich schon rausholen. Wegen seiner gelben Karte. Und jetzt macht er das 2-2. Gut, 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 gut. Sehr, 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 sehr gut.
Und jetzt weiter einfach ballern. Jetzt gleich wechseln wir auch nochmal. Barcelona hat noch kein einziges Mal gewechselt. Gut von Monier. Aber. Boah. Okay, wir wechseln. Haben wir doch mal Glück gehabt. Haben wir doch mal Glück gehabt. Taktik. Tick-Tack. Ja, Bellingham nehme ich jetzt runter für. Özcan kommt rein. Hazard kommt rein. 3 von 5 Wechsel. Ja, Modest. Und Guerrero, genau, Guerrero wollte ich bringen. Ängstlich, ja, dann musst du das jetzt abballern da bei dir. Weil wir brauchen jetzt einen klaren Kopf, Herr Nico Schulz. Was ist denn los da bei denen? Warum sind die so Depri? Ich hab die doch gelobt. Was soll das? Let's go! Adeyemi 3-2. Let's go! Ein Scheiß werde ich tun, Adeyemi runterzunehmen. Ein Scheiß werde ich tun. Ein Scheiß werde ich tun. Let's go. Aber ist noch so wahnsinnig lange Zeit. Wenn Ro. Eieieiei, jetzt drin. Oh, verdammt. Marco Reus trifft, ey. Wahnsinn. Nach seiner Verletzung, Comeback gegen Barcelona und macht das 4 zu 2. Aber der Brand, der ist ja völlig neben der Spur. Könnte ich rein theoretisch nochmal auswechseln? Nee. So eine Scheiße. Naja, gut, dann muss er da jetzt durch. 4 zu 2. Adeyemi, ich küsse dein Herz. Bellingham, Adeyemi, Reus. Aber wir wollen jetzt nicht hoffen, dass Schlotterbeck. Boah, die haben aber auch viele Gelb. Warum wechseln die denn nicht? Oh, die haben zweimal ausgewechselt. Aber die haben aber auch viele gelbe Karten. Ne? Und ich hoffe, dass Schlotterbeck jetzt. Gelb-Rot sieht. Adeyemi sowieso nicht, aber. Wenn er das Ding macht, wofür der bezahlt wird, ein Tor zu schießen, dann kommt er in keinen Zweikampf. Das wäre so ein enorm wichtiger Auftakt. Und ich sag dir ganz ehrlich, hier passiert gerade nichts und das ist gut, weil wenn was passieren würde, würden wir das Spielfeld sehen. Und es passiert gerade nichts. Kaum sag ich's. 4 Minuten noch. Kobel, einfach kloppen dann der Ding da vorne. Malen, jetzt komm, ein 5-2. Ich werd bekloppt. Er kommt auch aus der Verletzung. 5-2. Ich werd bescheuert. Ist das eine geile Truppe? Heilige. Ist das eine geile Truppe, wie die sich zurückgekämpft hat? Das ist ja. Ich würde in 2 Tage freigeben, ne? Aber wir haben das nächste Spiel in 3 Tagen. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich habe wirklich gedacht, nach dem 2-0 von Barcelona, es klappt nicht mehr. Und als wir das 2-1 gemacht haben, habe ich gedacht so, ja, okay. Aber Barcelona kommt eh zurück.
Aber wir nehmen ja komplett im Moment, also Lewandowski gar nichts gebracht. Den nehmen wir komplett raus. Und den Dembélé auch nicht mehr, seitdem wir das mit den Pressen gemacht haben. Lewandowski hat eine 6,8, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, jetzt leben wir Lewandowski. Ja, wir haben hinten aufgehört, aber wir haben halt auch einen Kobel im Tor. Und wir gewinnen. Zu Hause, im Westfalenstadion. Wie auch in der letzten Folge. Mit einfach 5 zu 2 gegen den FC Barcelona. Bester Spieler Karim Adeyemi. Reus mit einer 7,5. Malen mit einer 9,6. Brandt 7. Bellingham 7,5, Kobel 7,5. Absoluter Wahnsinn. Geile, 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 geile Truppe. Geile Truppe. Mega. Gucken, wie sich jetzt City gegen Monaco schlägt. Ich gehe von einem Sieg für City aus. Aber ja, man weiß ja nie. Jetzt kommt Leipzig, danach Manchester City. Wahnsinn. Super Joker Malen haucht neues Leben ein. Ich will die im letzten, sie waren vor dem Tor, setzen sie das fort. So, nicht aktuelle Form loben, die sowieso. Auch mal loben hier den Mann. Der Junge ist 20 Jahre alt. Oder jung, oder wie auch immer. Maximal 5. Ja, ist ja gut. Hier, auch mal. Hier, Leistung, letztes Spiel. War super, warst du da. Ne? Da warst du super. Weiter geht's. Steht hier schon City? City hat eiskalt verloren. Let's go. City hat einfach verloren. Dortmund, Monaco, City, Barcelona. Stark. Barcelona einfach letzter. Wahnsinn. Jetzt haben sie einen Tag Erholung und dann geht es wieder ins Training. Und dann wird trainiert für das Leipzig-Spiel. Rute Müller, Spielanalyst. Ja, ist ja gut. Scout-Bericht über Leipzig, Dritter der Bundesliga. Ja gut, wir sind Fünfter, aber das heißt ja nichts, das hat ja nichts zu sagen.